Mein Name ist Björn, technischer Außendienstmitarbeiter der Firma KS Tools. Ich möchte euch jetzt unseren 37-teiligen Druck- und Zughülsensatz vorstellen. In unserem Koffer liefern wir die Druckhülsen von 34 bis 90 mm. Des Weiteren haben wir drin Zugspindeln für den mechanischen Einsatz M10, M12, M14 und 16. Die Zughülsen liefern wir aus, geschlitzt. So kann man dann, wenn man Lager aus- und einzieht, das gut erkennen, in welcher Position sie sind. Ich habe da mal was vorbereitet. Hier kann man genau dann sehen, in welcher Position man gerade ist. In welcher Höhe habe ich das Lager, die Einbauposition. Dass sich die Hülsen oder sowas nicht verdrehen, haben wir Adapter unten als Auflage. Ja. Damit ich nur an einer Stelle das Ganze betätige, ja, wird das unten einmal gesichert. Dann kommt einmal die Mutter reingesetzt, geht einmal in die drei Zapfen rein. Dann brauche ich nur über einen Punkt, oben über die Mutter. Unten drunter ist ein Drucklager. Dann kann man das mechanisch reinziehen. Des Weiteren kann ich mit dem Druck- und Zughülsensatz auch sie einsetzen unter einer Standpresse. Dazu haben wir auch einen Adapter in dem Koffer. Den setzen wir einmal oben auf. Und würden dann so einmal verbinden. Zudem habe ich die Möglichkeit, die Hülsen zu verlängern, indem ich sie ineinander stecke. Unser Druck- und Zughülsensatz ist eine hervorragende Universallösung für verschiedene Lager.